Herzlich willkommen zu meinem 16. Kurzvideo zu Windows Grundkompetenzen Grundlagen. Und da geht es darum, wie man sich den Windows Desktop anzeigen lassen kann und wieder ausblenden kann. Ja, das ist der Desktop, also jener Bereich deines Windows PCs. Wenn du ihn neu startest, dann siehst du ihn hier. Hier hast du normalerweise auch Verknüpfungen und da hast du vielleicht auch Programme geöffnet. Und da kann es manchmal sinnvoll sein, dass ich nur den Desktop hier sehe und kein Programm mehr geöffnet ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt schließe, sondern dass ich es einfach dann da herunterlege. Das funktioniert ganz einfach, wenn ich hier runterfahre, nach rechts gehe und dann den äußersten rechten Bereich dann aufrufe, dann wird es heruntergelegt und wenn ich dann wieder hergehe, wird es wieder eingeblendet. Das Ganze geht auch mit einer Tastenkombination. Wenn ich die Windows-Taste und dann die D, die wie Dora drücke, wird es heruntergelegt. Wenn ich das wiederhole, wird das Ganze wieder eingeblendet. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder in einem nächsten Kurzvideo.